der dritte und alle guten Dinge sind drei. Hier sehen wir auf jeden Fall schon Boote stehen. Vielleicht haben wir jetzt Glück und finden die richtige Adresse. Allerdings haben wir jetzt ein Problem. Wir haben mittlerweile 16:45 und spätestens um 17:00 machen die zu. Dann war der ganze Ausflug hier runter umsonst. Aber hier stehen natürlich schon einige Boote, rechts und links. Muss ich hier links abbiegen, Gaben? Ja, jetzt musst du links abbiegen. Okay, dann biegen wir links ab. Also links abbiegen auf Southwest 26 Theateres. Theateres, das heißt doch bestimmt anders. Das kann die Frau nicht aussprechen. Die ist kein Engländerin. Theateres. Theateres. Okay, super. Wir sind gespannt. Also wir nähern uns jetzt vielleicht unserem Ziel und laufen dann vor die zue Tür. Das wäre jetzt noch. Jetzt noch eine zue Tür. Die tritt ich dann ein. Ne? Da könnt ihr dann dabei sein, wie ich dann wütend werde und die Türe eintrete, falls die nicht automatisch aufgeht. Okay, ich würde sie auch noch mit der Hand aufziehen. Ansonsten fahre ich mit dem Auto direkt in die Ausstellung. Ich bin jetzt echt, ich bin so genervt. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich habe schon Muskelkrämpfe und Nervosität. Und am Kochen bin ich eigentlich auch schon. Aber dank der Klimaanlage kühlt das ab und zu immer noch runter. Okay, jetzt ist da auch wieder ein Unfall passiert, aber da muss ich hin, ne? Ja, da musst du hin. Schon wieder hier alles lämmig. Nach 300 Metern links abbiegen auf Southwest 31 Stone Street. Oh, 31 hört sich gut an, das habe ich mal gelesen in der Adresse. Irgendwas war da mit 31. Ist das hier 31? Nee. Nee, weiter geradeaus. Noch links weiter? Abbiegen hier auf links. Southwest 31 hier. Stone Street. Danach befindet sich Fast das Boat Ziel Group. Auf der linken Seite. Marina Fast Group, hier. Fastboat ja. Marina Group. Jetzt ja. Haben wir es. Ich glaube, wir haben es. Es sieht gut aus, Leute. Es sieht gut aus. Und, wo sind die Boote? Hier sind Wohnwagen. Noch mehr Wohnwagen. Oh, Klatsch. LKWs. Zack. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Ja, das hast du mir mehrfach schon gesagt. Aber hier sieht es schwer nach Boot aus. Hier ist Fastboot. Hier sieht es schwer nach Boot aus. Wo steht denn unsere Donz? Weiß ich nicht. Am Schrottplatz. Ja. Marina Group, hier sind wir. Hier sind wir richtig. Mhm. Und hier müssen wir reinfahren. Ja, gehe ich mal von aus. Die haben irgendwo. Ja, meinst du, die haben einen VIP-Einfahrt? Vielleicht haben die noch eine VIP. Nee, da musst du hier drüben. Guck, die stehen hier alle. Echt? Ja, stell dich doch jetzt da hin. Ich fahre jetzt hier nicht rein. Ich fahre jetzt wieder zurück. Ich stelle mich da mitten vor. Ich fahre jetzt wieder. Das habe ich doch gefunden. Vorsicht, stopp, stopp, da kommt ein Auto. Ja. Ich mit meinem Panzer hier. Okay. Wir haben es gefunden, Leute, wir haben es gefunden. Wir haben es gefunden. Park einfach davor. Wir fahren jetzt erstmal hier vor. So, reicht. Jetzt haben wir hier die Katastrophe. Das ist natürlich jetzt dreieinhalb Jahre, mittlerweile ja fast 4 Jahre her, seitdem ich das Boot das letzte Mal gesehen habe. Es sieht nicht gut aus, das sieht man hier schon alleine in der Bilge. Und wenn man hier die Batterien aufmacht, das sieht alles ein bisschen chaotisch aus. Gut, der Dreck geht noch, muss mal sauber gemacht werden. Aber ich glaube, hier haben wir einiges an Arbeit. Man sieht schon, wie die Sonne das alles hier verblichen hat. Sieht alles nicht besonders gut aus. Und die Hauptsache sind natürlich die drei Motoren, die wir am Ende des Tages erstmal ins Laufen kriegen müssen. Beziehungsweise gelaufen sind sie. Die Frage ist nur, wie lang laufen sie. Also muss reingeguckt werden, muss auseinandergeschraubt werden. Ja, und alles muss gecheckt werden. Also hier ist ein ganzer Haufen Arbeit dran für die nächsten 2 Monate. Um das Ding wieder ins Wasser zu bekommen, braucht seine Zeit. Wird auch ein bisschen Geld kosten. Das gehen wir jetzt mal verhandeln. In der Hoffnung, dass wir hier eine Lösung finden. Ciao, Leute. Hallo, liebe Followers. Wenn euch unser Video gut gefallen hat und ihr möchtet mehr von den Geissens, von der ganz verrückten Familie sehen, dann abonniert uns doch hier
Und dann könnt ihr dort schon unser was neuestes machst du denn da, Video Carmen? Sehen. Da kommt mein Mann. Oh Gott, er kann. Ja, was wird das hier? Ach, Robert. Erkläret mir. Also, das ist bei YouTube, wenn unsere Follower gerne mehr von uns sehen würden, dann können sie uns. Nicht würden. Möchten. Wollen. Gewollt haben würden. Okay. Ach, Robert, bring mich doch nicht auseinander. Dann können Sie uns hier abonnieren und hier direkt unser nächstes Video sehen. Ich bring dich auch nicht auseinander. Doch, du bringst mich nicht auseinander, du bringst mich durcheinander. Aus dem Konzept. Also wenn ihr mehr sehen wollt von unserem Blödsinn, was sagt Carmen? Dann könnt ihr hier auf jeden Fall abonnieren und dort schon unser Video sehen. Da geht es los.